Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Model Builder. Sehr cool. Und Leute, war das letzte Mal auch schon da? Dass wir so in die Fotoecke? Und da haben die reingepatcht. Die wären mir doch aufgefallen gestern, oder? Leute, die Foto... Also ich möchte ja jetzt nicht sagen, aber ich glaube... Echt jetzt? Gleich mal testen. Echt jetzt? Ach, wie abgefahren ist das denn? Hammer. Ich benutze sowas nie. Aber ja, warum denn nicht mal ausprobieren? Cool. Leute, also ich möchte, weil mich jetzt doch ein paar Fragen erreicht haben, da bin ich ja froh, weil normalerweise ja erreichen mich keine Fragen oder nur ganz selten Fragen, möchte ich die mal ganz geschwind beantworten. Und zwar, es wurde gefragt, wie viele Modelle gibt es denn insgesamt? Und jetzt zu Release, da sind es 30 Stück. Aus ganz verschiedenen Bereichen, wie dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Oder irgendwelches Anime, glaube ich. Und die Warhammer-Figur haben wir ja schon gesehen. Und das Auto, das wir eigentlich hier mal ausstellen können. Jetzt machen wir mal hier oben hin. Den stellen wir mal dorthin. Oh ja. Ganz cool. Den haben wir ja nach Anleitung bemalt quasi. Gell? Genau, also da gibt es 30 Stück. Das heißt, wir haben schon 10%. Leute, aber... Das wird stetig erweitert werden, laut Entwicklern. Und das finde ich eine richtig tolle Sache. Ja, okay, kommt das zweite Thema gleich. Dioramen, wird es Dioramen geben? Dass man ein Diorama baut, dass man zum Beispiel hier verschiedene Autos da zusammenstellt oder so. Mit einem schönen Hintergrund und einfach eine Szenerie aufbaut. Ja, angeblich soll das integriert werden. Wir gucken mal kurz hier rein. Hier habe ich es mal. Oh, wer hat hier was geschrieben? Hab ich was geschrieben? Na, sowas aber auch. Nee, der hat auf jeden Fall geschrieben. Der Entwickler. War doch der Entwickler, oder? Ne, hier ist der Entwickler. Okay. Vielen Dank für eure Meinung. Es bedeutet die Welt für uns, vor allem am Premierentag. Ja, selbstverständlich werden wir auf jeden Fall den Grundstock der Modelle erweitern. Sowohl was freie, also was Gratis-Modelle, als auch bezahlte DLC-Modelle angeht. Cool, oder? Ist doch richtig cool. We are also in talks with several companies that are willing to have the model in the game. Sie reden also auch mit verschiedenen Firmen, die gern ihre Modelle im Spiel hätten. Leute, ich kann euch nur sagen, Firmen, macht es. Macht es. Macht es. Macht es, Leute. Was Besseres gibt's doch gar nicht. So richtig geil. Und, nicht zuletzt, es wird eine Diorama-Erweiterung geben. Ja, bleibt gespannt. Alles klar, vom Entwickler, seht ihr? Entwickler, sollten die uns bescheißen und das nicht umsetzen, ja? Hier haben wir es schwarz auf weiß, ich habe es dokumentiert, die haben das geschrieben. Okay, Leute. Damit haben wir ein bisschen geredet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein oder auch bei Steam oder egal, wo ihr mich erreicht. Und dann werden wir die in der nächsten Folge selbstverständlich beantworten. Es ist mir eine Ehre. Das ist mir eine Freude. Genau. Ja, cool. Aber das war gestern noch nicht da. Die Fotoecke war doch noch nicht da, oder? Deko-Box steht da. Okay, cool. Also, gehen wir an den PC. Ah, ich bin gespannt. Leute, 19.10 Uhr. Ich habe so viele Termine gerade. Ich halte mich ran. Ja, ich hätte gern viel mehr aufgenommen, aber keine Zeit. So. Erster Modellauftrag. Oh, geil. Panzer. Okay, sorry. Ich brauche ein Modell eines R-35 Panzers in den Originalfarben der 1940er. Ich zahle für eine schnelle und genaue Ausführung. Die Person, für die es bestimmt ist, ist ein Geschichtsnarr. Also sollte es authentisch sein. Ich betone, die Farbgebung muss stimmen. Wegen des Termindrucks habe ich einige Teile schon vorbereitet. Okay. Und nicht vergessen, es soll realistisch sein. Also darf ruhig etwas Schmutz drauf. Wenn ich richtig informiert bin, sind die Modelle im Inneren leer, oder? Ich zähle darauf, dass dieser Auftrag schnell durchgeführt wird. Gruß 37. Benutze die Trockenmaltechnik. Oh, geil. Ich habe die auch schon mal benutzt, denn echt die Trockenmaltechnik. Das Ergebnis war gar nicht so blöd. Ich habe damit Star Wars Miniaturen bemalt. Genau, von Imperial Assault. Da habe ich, glaube ich, alle Boxen, die es da gibt. Und da habe ich doch einen Teil bemalt und ja... Es war mir eine Ehre und bei den Stormtroopern habe ich so versagt, inzwischen wüsste ich, man muss die Farbe verdünnen. Denn mit verdünnter Farbe, ja,
werden die Ritzen nicht verstopft. Aber gut, muss man schon mal wissen. Oh Mann. Geldbelohnung. 20 bis 100 Dollar. Echt? 50 für gute Arbeit. Ausgaben inbegriffen. Also, was für Ausgaben soll ich denn da haben? Was ist das für ein Dreck? Nachverfolgen. Haben wir es gemacht? Okay. Öffne den Shop. Ist das der Shop? Wähle die Werkzeugabteilung aus. Werkzeuge, okay. Kaufe das Trockenmalwerkzeug. Okay, ja gut, es gibt ja nur das Trockenmalwerkzeug zu kaufen, oder? Alles klar. Ja, ich wollte sowieso das Trockenmalwerkzeug kaufen. Ja, ist ja noch. Kaufen wir im Besitz, ja. Jetzt haben wir es gekauft, okay. So. Wähle die Farbabteilung aus. Okay. Kaufe die Farbe AK11113 Schokolade. Nicht zu verwechseln mit Panzerschokolade. Das war was anderes. Auch wenn wir jetzt einen Panzer bemalen werden, aber wir kaufen uns die coole AK-113 Schokolade. Deckkraft 1.0. Interessant. Ich kenne mich halt damit null aus, aber ich habe Lust, es zu lernen. Das interessiert mich. Das wird toll, Leute. Ich freue mich schon. Oh ja. Jetzt ganz, ganz ruhig bleiben. Hey, komm, atme mal durch, Tobi. Atme mal durch. Atme mal durch. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt werde ich mich mal entspannen hier. Ein bisschen chillen. Okay. Oha. Level 1. Okay. Entschuldigung. So soll das Teil aussehen. Okay. Mal drehen können wir es ja nicht. Die Anleitung ist aus Papier angeblich. Okay, cool. Da haben wir. Also das wird wohl dann die Schokolade hier sein. Das Braune an den Ketten. Und wir werden dieselbe braune Schokoladenfarbe auch für diese Tarnflecken hier benutzen. Und das wüsste ich gern, wie wir das machen sollen, ohne abkleben. Das normalerweise werden wir das abkleben müssen. Sollten wir das abkleben. Okay. Gut, cool. Dann stellen wir das mal hin. Ah, er hat es schon vorbemalt. Echt jetzt. Okay. Gut, das war ja jetzt ziemlich schnell bemalt. Das war ja jetzt kein Problem. Kein Problem für uns. Easy peasy. Okay. Verwende den Trockenpinsel an Ecken und Kanten. Okay. Ist das der Trockenpinsel? Nö, hier. Werkzeuge zum Bemalen. Was haben wir denn? Wo ist der Trockenpinsel? Jetzt kommt wieder, wie ich versage, könnt ihr jetzt sehen. Spritzpistole? Ah, hier. Trockenmalwerkzeug. Trockenmalwerkzeug, eine Verzierungstechnik, um hervortretende Oberflächenobjekte hervorzuheben. Okay. Und welche Farbe? Nehmen wir die AK Brass? An Ecken und Kanten. Was sind denn Ecken und Kanten, Leute? Hier? Okay. Okay. Ja, ganz geil, oder? Alter, was sind wir für Profis geworden schon? Oh, verdammt. Nein. Bisschen übertrieben. War vielleicht ein bisschen zu viel Deckkraft? Ich bin halt voll schlecht. Ich kenne mich null aus. Das ist so peinlich. Mal Deckkraft ein bisschen runter, ne? Mal Deckkraft 50 nur. Das reicht ja wohl. Okay, nee, aber es sieht doch ganz gut aus schon bis jetzt. Ja, da kann man jetzt Stunden verbringen. Da geht's schon los. Da geht's schon los, Leute. Keine Sorge, da könnt ihr jetzt richtig schön malen. So wie ich halt. Ich bin halt so ein Lulli. Noch. Und wie kann man das Ding drehen? Nochmal, wie geht das?
Ne, Doppel-R, da kriegt man es wieder zurück. Das ist ja ganz cool schon mal. Moment. Dann würden wir es mal drehen. Na, geben ruhig mal hier ein bisschen dran. Kratzen da mal leicht drüber. Okay, ja gut, für das Tutorial haben wir es schon lange erreicht, unser Ziel. Wir möchten ja ein bisschen angeben. Hallo, wir haben den ersten Preis gewonnen. Da können wir kein Oberstümper-Modell abgeben. Nein, 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 nein. Schön, schaut mal. Wie das ganz gut wird, gell? Oha, schaut mal. Die Ketten werden richtig geil. Keine Ahnung, wir gehen halt einfach mal drüber. In echt ist das nicht so. Das ist jetzt wieder ein Unterschied zur Realität natürlich. Okay. Geil. Leute, das ist halt voll cool. Und das halt jetzt mit unterschiedlichen Farben. Da kommen wir dann nach und nach dahinter, keine Sorge. Das ist jetzt wirklich nur Tutorial-mäßig, unser erster Auftrag. Da kann man auch mit einer anderen Farbe dann kratzen. Oder trockenmalen. Die Trockenmalerei. Oh ja. Gut. Wir sind die Trockenmaler. Werkstatt. Okay, cool. Passt. Machen wir wieder richtige. Komm hier noch einmal drüber und dann sehen wir mal weiter. Okay, alles klar, Leute. So, jetzt nächste Seite. Mhm. Haben wir alles. Ah, wir hätten nur da hinten malen sollen. Chipping, um da hinten zu malen. Das haben wir ja gemacht. Na gut, so viel hätten wir gar nicht malen sollen. Mal wieder natürlich, mal wieder. Haben wir es wieder mal schlecht gemacht. So was Blödes aber auch. Moment. Ich schaffe es nicht, das zu drehen, richtig. Das war es nicht. Damit kann man 90 Grad drehen mit Alt. Kriege ich es auch nicht gedreht. Ah, so. So ging das, so in der Richtung ungefähr. Okay. Ah, wird schon besser. Wird ganz. Ich hätte ihn jetzt gerne noch ein bisschen anders. Nein. Ja doch, schon hier. Also hierhin quasi. Ja gut, es ist jetzt nicht hundertprozentig perfekt. Ich kriege ihn noch nicht dahin, wie ich ihn gern hätte. Ich muss mal, wenn ihr nicht zuguckt, ihr guckt mir hier auch so über die Schultern, ist ja schrecklich. Ich muss das mal, wenn mir keiner zuguckt. Ich doch wohl die Karre hier gerade hinkriegen. Junge. Ah, jetzt haben wir es ja doch. Besser, oder? Ganz cool, Leute. Okay, und die Kerl. Drauf, okay. Nächster. Der ist dann wohl. Muss dann hier sein. Ja. Okay. Und der nächste. Das kommt hier vorne hin. Okay, cool. Haben wir drauf gemacht. Was haben wir hier? Jetzt haben wir hier noch ein Decal auf die Rückseite. Und zwar mitten drauf, okay. Hier vielleicht wäre es ganz gut. Zack.
Perfekt. Oha, und so sieht er jetzt von vorne aus. Ja, so sieht er tatsächlich aus. Wir haben ihn ganz, ganz gut getroffen. Ja gut, hier vorne, das Decal ist halt ein bisschen blöd. Ist ein bisschen doof. Kann man ein Decal auch wieder entfernen? Das wäre jetzt natürlich die Frage. Naja gut. Ich wüsste, wie kriegt man das wieder weg? Kriegt man die Kerl wieder weg? Müssen wir mal nachlesen, oder? Halten? Nö, alles gut. Ja. Verlassen. Ich möchte ja eigentlich nur ins Menü. Ich möchte mal gucken. Einstellungen. Hier muss es ja wohl irgendwo stehen. Spiegelung, Tiefenschärfe, Qualität und pipapo. Sprache ändern, Gameplay. Oha. Video-Tools, geteilte Bilder löschen. Was Standardhand? Links, okay. Horizontale Sichtachse invertieren? Nein. Ich möchte ganz andere Sachen wissen, Leute. Karriere, Speichern, Änderungsprotokoll. Spielladen, mitwirken. Nein, steht da nicht, leider. Okay. Na gut. So ist halt. Da muss ich ein bisschen außerhalb googeln. Kriegt man hin. Gut, haben wir erledigt. Ja, so sieht's auch aus, oder? Na gut, wir haben ein bisschen mehr von diesem Brush da drauf gemacht. Aber das passt schon. Andere Seite passt. Ah, der Deckel ist fast ein bisschen zu niedrig, der könnte höher. Aber gut. Ist in Ordnung. Von hinten sieht es auch gut aus. Von oben. Muy bien. Und trotzdem haben wir nur 86% oder so geschafft. Ja, komm. Wir hören auf damit zu arbeiten, das passt schon. Okay, und da ist es. Oha. War Treasures, perfekt. Wir malen 4,5 Sterne immerhin. Wir malen Lehrling, okay, und Lehrer Eimer, okay. Ja, cool. Cool. Jetzt soll ich einen neuen Auftrag per Mail annehmen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir das wegschicken, der braucht es ja. Das ist ja nicht unser Modell. Ne, auch kein, zählt auch nicht als Ausstellungsgegenstand. Ja, okay, cool. Dann gehen wir mal hierher. Ja. Nehmen. Was heißt nehmen? Nehmen heißt das Geld nehmen, oder? Also, okay. Liebe Entwickler, schreibt nicht nehmen, schreibt doch wie im PC Building Simulator, ja, kassieren. Das fand ich immer geil. Das hat sowas von Wirtschafts, von Business, ja. Kassieren. Das ist doch geil. Nennt's kassieren, Leute. Okay. Gut. Erste Unterhaltung mit Joy Joy. Hallo. Ah ne, mit Joy. Und da steht unten Joy geschrieben, okay. Hallo, ich habe viele Jahre für deinen Großvater gearbeitet. Ich war seine Assistentin und Schülerin. Die Arbeit mit ihm hat in mir eine Leidenschaft für diesen Beruf geweckt. Seit ich gehört habe, dass er gestorben ist, fühle ich eine große Leere in mir. Unser Verhältnis erinnerte mich an den Film Karate Kid. Oh mein Gott, Pat Morita! Nur haben wir Modelle und Requisiten gebaut, anstatt Karate zu üben. Ja, Leute, Karate Kid. Karate Kid ist so ein guter Film, auch heute noch. Wirklich wahr. Auftragen, polieren. Ja, einfach. Und Auftragen, polieren bedeutet so viel wie: nutzt einfach euer normales Leben zum ständigen Training. Okay, ein bisschen wie Zen. Zen ist immer. Wir sind im Hier und Jetzt. Und auch Training, Karate-Training, ist immer. Immer. Okay? Das ist das quasi. Man soll das Besondere im Einfachen finden. Oh. Und das muss man einfach umsetzen. Jeder für sich selber. Jeder Moment, den wir erleben, ist was Besonderes. Von daher, ja, so. Dein Großvater hat mir eines seiner Werke gegeben und mich angewiesen, es dir zu geben, wenn die Zeit reif ist. Ich bin mir nicht sicher, was er genau damit meinte, aber da du dich nun in seiner Werkstatt eingerichtet hast, dachte ich mir, warum nicht jetzt? Falls du den Film Sechs wütende Archäologen gesehen hast, wird dir das Modell wahrscheinlich gefallen. Okay. Joy, schön dich kennenzulernen, oder?
warum hat er das Modell nicht einfach in der Werkstatt gelassen? Nein, schön dich kennenzulernen. Kennt ihr den Film Sechs wütende Archäologen? Ich kenne ihn nicht. Ja, ich freue mich auch, endlich persönlich mich mit dir zu unterhalten. Stan hat mir einiges über dich erzählt. Kein Wunder, dass er dir dieses Modell vermachen wollte. Er hat im Laufe seiner Karriere einige besondere Drachenmodelle gebaut, aber ich glaube, das hier war das erste. Dazu gehört auch eine Nachricht. Er hat so gut wie allen Modellen, die er verkauft oder weggegeben hat, eine Nachricht hinzugefügt. Ich habe sie bereits gelesen. Wenigstens ist sie ehrlich, oder? Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Aber ich möchte dir die Überraschung nicht verderben. Ich melde mich bald wieder, denn ich bin schon gespannt, was du davon hältst. Viel Spaß beim Zusammensetzen und Bemalen. Joy. Nachverfolgen. Ja, klar. Kann man nicht, okay. Wir haben den fernöstlichen Drachen bekommen. Gut. Ich möchte euch jetzt an der Stelle eines sagen gleich, was mir auffällt. Und zwar die E-Mails. Ich vergleiche das halt mit dem PC-Building-Simulator, weil ich den jetzt so geliebt habe, abgöttisch und auch noch liebe. Und der ist einfach toll. Da sind die E-Mails ein bisschen anders. Da kriegt man auch ein Feedback. Da gibt es dann auch dieses Dongle. Das heißt also diese Bewertung quasi, dass die Kunden einen bewerten und Sterne vergeben. Vielleicht gibt es ja sowas hier auch. So, wir sind noch nicht so weit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier nicht gäbe oder blöd wäre. Ich möchte nur sagen, dass... mal gucken. Ich finde, wir haben noch Luft nach oben bei den E-Mails. Okay. Wir öffnen den fernöstlichen Drachen. Oh ja. Okay. Diese uralte Statue stellt einen um einen riesigen Stein gewundenen Drachen dar. Die Legende besagt, dass es sich um einen echten Drachen handelt, der in dieser Form eingesperrt wurde, um zu verhindern, dass er die Welt zerstört. Manche glauben, dass er der Person, die ihn befreit, große Macht verleihen wird. Die Statue wurde von Stan Winston für 6 wütende Archäologen angefertigt. Dieser Film will das Publikum davon überzeugen, dass Archäologie ein Beruf sei, in dem man viel erlebt. Er erzählt die Geschichte von einer Gruppe von Universitätsprofessoren, die einen bösen Privatsammler bekämpfen. Und am Ende gelingt es ihnen, die Statue in das Museum zurückzubringen, in das sie gehört. Okay, vertrauliche Requisiten. Machen wir mal das Paket auf. Und das sind ja auch hier Schriftzeichen. Das sieht aus wie so Stempel. Chinesische Stempel. Oha. The Dragon, Freunde. Le Dragon. Le Dragon. Okay. Die Nachricht. Ob du einen Schreibtisch hast oder deinen Träumen folgst, die meisten Tätigkeiten in deinem Leben werden mühsam sein. Als ich für Smoke and Mirrors gearbeitet habe, wurde ich einmal gebeten, eine Drachenfigur anzufertigen. Ich war damals noch ziemlich grün hinter den Ohren, wusste aber, dass es eine einmalige Möglichkeit wäre, etwas Einzigartiges zu erschaffen. Ich musste diese Gelegenheit beim Schopfe packen. Es hat mich viel Zeit gekostet, die Figur anzufertigen, die jetzt vor dir steht. Ich hatte viel Spaß, aber es war auch eine Herausforderung. Damals musste ich auch 2 weitere identische Kopien anfertigen, für den Fall, dass eine der Figuren beschädigt würde, was auch geschah. Diese Statue ist ein Original und ihre Entstehungsgeschichte macht sie zu etwas Besonderem. Oh. Jetzt mit fortgeschrittenem Alter sehe ich natürlich, dass ich einiges hätte besser machen können. Aber erst die kleinen Fehler und Unzulänglichkeiten verleihen ihr einen einzigartigen, besonderen Wert. Okay. Freunde. Sorry. Klein machen. Dann holen wir uns mal das Teil hierher. Und jetzt möchte ich es einfach drehen und ich schaff's nicht. Ich bin zu dumm dafür. Moment. Okay, stopp. Wenn wir nur, also nochmal zurücksetzen, wenn ich jetzt Steuerung gedrückt halte und dann mit rechts direkt ziehe, dann kann ich nur von links und rechts rotieren, nur rotieren, aber nicht hoch und runter, okay? Wenn ich nichts gedrückt halte, kann ich in jede Richtung rotieren. Wenn ich Shift gedrückt halte, dann rotiert es um 90 Grad. Also muss man ein bisschen aufpassen, okay? Das kriegt man noch hin, das kriege ich noch gelernt. Bei mir dauert das immer ein bisschen länger. Macht euch da keine Gedanken, bei mir dauert das einfach ein bisschen. So, okay. Gut. Nächstes Teil. Was ist das? Verwende das Werkzeug Washing, um Chocolate Chipping den entsprechenden Bereichen. Washing. Macht man erst Washing oder erst Dry Brush? Oh Gott.
Eine Verzierungstechnik, um die Tiefe von Spalten und Vertiefungen hervorzuheben. Voll cool. Ich sehe gar nichts. Ah, kommen wir der Sache schon näher. Da, di, da, da. Na, wir wollen ja, dass es ganz gut aussieht. Das ist richtig meditativ, Leute. Das macht Spaß, kann man ewig machen. Ich habe schon wieder vergessen, mir was zu trinken herzustellen. Kaffee oder Kakao oder so. Ich bin so ein Doofi. Vielleicht schaffe ich es ja morgen dran zu denken. Das wäre doch was, oder? Ey, Leute, ich kann das stundenlang machen. Das ist halt echt cool. Das macht Spaß. Oh, wie gut das, guckt mal, Leute, wie gut das rauskommt. Hier ist ein bisschen schwach. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Da, di, da, da. Voll mega gut, ey. Leute, ey, ich kann da meditativ drin versinken. Das macht halt auch dermaßen Spaß. Leute, das ist richtig befriedigendes Gefühl auch. Ein bisschen kann ich mir auch vorstellen, da gibt es ja diesen Bereinigungssimulator, diesen Wash-Simulator, oder wie der heißt. Wo man quasi mit dem Kercher alles sauber macht. Ey, das kann ich mir halt auch voll gut vorstellen, dass das wahnsinnig befriedigendes Spiel ist. Ey, ist das nicht schön, sowas? Muss nicht immer Stellaris sein, wo es um Leben und Tod geht. Wobei ich euch Stellaris halt auch nur absolut empfehlen kann. Stellaris ist richtig geil. Wenn ihr möchtet, auch gerne Crusader Kings 3, wo jetzt auch das neue Addon rauskam. Aber ich habe nicht die Zeit, alles zu spielen. Man muss auch nicht alles gespielt haben. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn euch das interessiert, auch nur in irgendeiner Form, Leute, dann besorgt euch das. Weil das neue Add-on, gerade für Leute, die jetzt das Spiel noch nicht so häufig gespielt haben, ist das scheinbar optimal geeignet. Also für erfahrene Veteranen, die jetzt da schon mehrfach durch sind mit Crusader Kings, ja. Ist dann vielleicht nicht ganz so interessant. Voll gut. Schaut euch das an. Okay. Und jetzt werden wir Drybrush verwenden. Das haben wir einmal verwendet, dann war es das schon, oder was? Keine Ahnung. Ob wir jetzt hier komplett. Ich mache das voll falsch. Ich werde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Junge, leg den Pinsel aus der Hand. Und. Das Schlimme ist, wahrscheinlich habt ihr recht sogar. Ich mache halt so ein bisschen Drybrush, ja. Geil. Verzeiht mir die Stümperei. Ihr müsst es. Ihr müsst unsere Ehre retten und es ein bisschen besser machen. Okay, next picture. Okay. Dann legen wir mal. Das kommt hier drauf. Davon steht ja aber gar nichts, dass es da drauf kommt. Oha. Ja, Leute, voll gut mal wieder gemacht. Schau ich das mal das an. Aber das kommt halt hier auch schon gut raus mit der Farbe. Kommt es schon ganz gut raus. Wobei hier oben wird es ein bisschen ungenau, oder? Ist das halt die Form der Schlange, dann ist das halt so da. Ah, können wir jetzt. Ah, und jetzt müssen wir quasi mit dem Airbrush
verwendet das Werkzeug Airbrush, um IGN M3M Mitsubishi Interior Green in dem entsprechenden Bereich des Teils Multiple Parts aufzutragen. Okay, und es geht hier gerade um diese... Um diese Stellen hier. Oder sehe ich das falsch? Nee, passt schon. Okay. Wobei mir das Grün hier eigentlich ganz ähnlich vorkommt. Wie das Grün, das wir hier auf den Spitzen schon drauf haben, auf den Dornen. Quasi. Aber der Paintbrush lässt sich hier sehr gut auftragen. Auch die Größe scheint mir optimal zu sein. Ja. Und möchte ja die Farbe nur nicht zu dick drauf haben. Das wäre natürlich Deckkraft 100, ob man die Deckkraft vielleicht ein bisschen senkt. Und man sagt, komm, wir machen mal nur 65, wie wäre es dann? Dass ein bisschen von dem Untergrund noch übrig bleibt, versteht ihr? Dass von der, ja eben, wie sagt man so, von der Textur noch was zu sehen ist. Aber so oft wie ich da drüber mal, ist das eigentlich auch egal, glaube ich. Das malen wir an und das werden wir jetzt auch dieser Folge gar nicht mehr zu Ende malen, meine Lieben. Ja, das werden wir uns für die nächste Folge aufbewahren. Mhm. Und ja, vielleicht sind so ein paar Stellen gar nicht schlecht, wenn es so leicht metallisch bleibt, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall cool, Leute. Also, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt, gerne stellt sie mir jederzeit. Schreibt mich an, seid so frei. Ich beiße nicht, hab noch nie jemanden gebissen. Okay, hab wenige gebissen. nein, ich halte den Mund. Ich sag nichts weiter. Okay. Genau. Naja, und dann... unterhalten wir uns ein bisschen, wenn ihr Lust habt. Und dann werde ich eure Fragen hier gerne jederzeit beantworten. Das betrifft auch jedes andere Let's Play oder was wir uns anschauen. Einfach die Fragen stellen oder Vorschläge machen oder was auch immer. Und wir können über alles reden. Ich bin offen für alles, Leute. Also, in dem Sinne, bitte, Leute, lasst ein Like da. Das würde mir sehr helfen. Das sagen die immer in den Kanälen, gell? Das würde meinem Kanal sehr helfen. Ich sag euch mal eins. Es macht einen einfach froh und es motiviert einen, wenn man ein Like bekommt, ja, oder einen netten Kommentar. Das ist einfach schön. Das mag ich. Oder von mir aus auch, wenn mal ein negativer Kommentar kommt. Es belebt einfach alles und ich lasse mich nicht so leicht demotivieren, sonst wäre ich schon gar nicht mehr da. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe ein relativ dickes Fell. Ja, trotzdem ist es einfach schön, wenn man was macht. Und dann sagt jemand, das hast du aber schön gemacht. Das macht einen richtig glücklich. Das macht einem den ganzen Tag. Versüßt das einem, Leute. Also in diesem Sinne, macht's gut, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.